In Nordhessen am Neuenhainer See hat ein Zeltlager ein brutales Ende gefunden. Die Jugendorganisation der Linkspartei hatte an dem See ihr Lager aufgeschlagen und wurde überfallen von rechtsradikalen Jugendlichen. Ein Konzert gegen rechts am späten Freitagabend. Da ist noch alles friedlich im Sommercamp der Linksjugend Solid. Genauso am Samstag. Zwar hatten die Veranstalter im Vorfeld anonyme Drohanrufe bekommen, doch zwei Tage und Nächte passiert nichts. Sonntag früh aber geschieht das, was Janis und Markus noch immer fassungslos macht. Um 7.45 Uhr greift ein Vermummter eines der Zelte an. Janis Evers kommt als einer der ersten zu dem leicht verletzten 23-Jährigen. Er hat halt gemerkt, dass jemand außen in seinem Zelt war und ist irgendwie heftiger dagegen gekommen, vielleicht gedreht, das wusste er nicht genau. Dafür ist er dann auch wach geworden und dann hat er halt gemerkt, dass er in das Zelt reingekommen ist und dann ging halt alles ganz schnell. Dann gab es die Schläge halt und dann sind die halt weggelaufen. Schläge auf den Kopf, vielleicht mit einer Flasche. Die 13-jährige Schwester kommt mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus Schwalmstadt-Ziegenhain. Warum ausgerechnet das Geschwisterpaar angegriffen wurde, weiß keiner. Ihr Zelt aber lag direkt am Zaun, über den die Angreifer kamen. Ich bin doch erschreckt gerade, dass das so gerade irgendwie eine Tötungsbereitschaft in dieser Szene da vorherrscht. Weil wenn man jemand auf den Kopf schlägt, dann nimmt man schon in Kauf, dass man jemand vielleicht umbringen kann. Die jugendlichen Camper hatten versucht, den Angreifer zu stellen, ohne Erfolg. Aber das Kennzeichen des Fluchtautos konnten sie erkennen. So konnten Polizei und Staatsanwaltschaft schnell handeln und den Anführer, ein Neonazi, überführen. Als Täter ist inzwischen verhaftet worden ein 19-Jähriger. Gegen diesen jungen Mann ist Untersuchungshaftbefehl erlassen worden wegen Verdachts des versuchten Totschlages. Nach eigenen Angaben hat er aus politischen Motiven heraus aufgrund einer rechten Gesinnung die beiden Schlafenden angegriffen und erheblich verletzt. Eines seiner Opfer, das 13-jährige Mädchen, wurde mittlerweile ins Uniklinikum Marburg verlegt und befindet sich nun außer Lebensgefahr. Janis und Markus hoffen nun, dass die Täter angemessen bestraft werden. Es ist ja doch eine ziemliche Gewalttat gewesen, also eine ziemlich starke, heftige Gewalttat. Und dass aber auch die Bevölkerung bzw. dass andere Gruppen jetzt auch reagieren und alle möglichen Institutionen auch irgendwo eingeschaltet werden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln weiter. Insgesamt gegen 6 Jugendliche, die auch am Tatort waren und teilweise der rechten Szene angehören sollen.